Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder ein 3-Bücher-Die-Video für euch mit einem sehr, sehr herbstlichen Thema. Ich meine, es ist jetzt September, es geht jetzt langsam endlich auf den Herbst zu, auf die schöne, cozy Lesezeit mit Kuscheldecke und Kuschelsocken und einem warmen Tee oder in manchen Fällen Pumpkin Spice Latte, whatever. Ja, auf jeden Fall läuten wir jetzt die gemütlichere Lesejahreszeit ein und ich dachte mir, was passt da besser als ein Video, in dem ich euch 3 Bücher vorstelle, die perfekt in Herbstmut Stimmung bringen, die euch perfekt einstimmen für diese gemütliche Jahreszeit. So, was für Bücher habe ich euch heute rausgesucht? Es sind 2 Stück, die habe ich euch gescreenshottet, weil die eben jetzt erst erscheinen. Also es sind neue Herbstbücher, die noch keiner gelesen hat. Und eins davon ist mein All-Time-Favorite Herbstbuch, das ich vielleicht dieses Jahr auch nochmal rereade, weil ich einfach die Autorin sehr, sehr gerne mag, weil ich es mag, ja, Menschen, die ich sympathisch finde oder mit denen ich auch vielleicht schon persönlich in Kontakt war, zu supporten, weil Support ist kein Mord. Das ist immer so ein schönes Motto von mir. Und ja, da halte ich mich auch sehr, sehr gerne dran. Ich würde allerdings sagen, wir starten mit den Büchern, die noch neu erscheinen und machen dann mit meinem Favorite Autumn Book weiter. So, das erste Buch, das ich euch rausgesucht habe und das auch auf meiner Wunschliste steht und das ich mir mit Sicherheit auch bestellen werde, ist Take Me Home to Willow Falls. Hier steht knisternde New Adult Romance mit wunderschönem Herbstsetting. Ich blende euch das Bild auch gerne mal ein mit Farbschnitt, der auch schon total Herbstfeeling verspricht. Und jetzt lese ich euch natürlich noch den Klappentext vor. Cassie hat sich selbst übertroffen. Sie hat einen herrlichen Brautstrauß für ihre Freundin Daya gebunden. Doch dann platzt die Hochzeit am Tag der Trauung und Cassie ist schuld. Als sie aus dem Festsaal flüchtet und dem Hochzeitsgast Jared in die Arme läuft, nimmt er sie mit nach Willow Falls. Die idyllische Kleinstadt, umgeben von Ahornwäldern, fühlt sich an wie ein sicherer Hafen. Genau wie Jared, der ungeahnte Gefühle in ihr weckt und genau wie der Blumenladen, der dringend Hilfe braucht. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Buch gelesen habe, beziehungsweise eine Dilogie, die auch so ein extrem schönes Herbstsetting angeteasert hat. Und die Bücher sahen auch sehr herbstlich aus. Auf den Erstausgaben, Farbschnitten waren auch so Ahornblätter mit drauf. Also wenn man beide nebeneinander gestellt hat, hat man so ein ganzes Ahornblatt bekommen. Und im Endeffekt hatte das Buch 0,0 Herbststimmung verbreitet. Das Buch hieß irgendwas mit Maple Creek. Hier heißt es jetzt Willow Falls, klingt für mich irgendwie ähnlich oder verbreitet die gleiche Stimmung in mir. Ich hoffe einfach, dass ich hiermit mehr in Herbststimmung komme als mit dieser anderen Dilogie. Dann habe ich mir ein Buch ausgesucht, in dessen Titel auch direkt schon das Wort Herbst zu finden ist. Meet Me in Autumn von Laurie Gilmore. Wenn ich Gilmore höre, denke ich ja sowieso direkt an die Gilmore Girls und das ist auch so eine Serie, die ich tatsächlich im Herbst sehr, sehr gerne nochmal rewatche. Vielleicht mache ich das auch dieses Jahr nochmal. Aktuell bin ich gerade an Big Bang Theory dran und davor hatte ich, glaube ich, schon irgendwann die Gilmore Girls geguckt. Aber ja, das ist so eine Serie, die bei mir immer geht und ja, deshalb musste dieses Buch auch drauf, weil ich einfach hoffe, dass es mich in die gleiche Stimmung versetzt. Allerdings heißt nicht nur die Autorin Gilmore und deshalb kam ich auf diesen Trichter, sondern steht auch hier direkt Gilmore Girls, but make it spicy. Also es ist auf jeden Fall ein Buch, das Gilmore Girls Vibes versprüht und das liebe ich sehr, sehr, sehr. Und deshalb ist dieses Buch auch schon direkt auf meiner Wunschliste gelandet, bevor ich überhaupt den Klappentext gelesen habe. So. Den lese ich euch aber jetzt natürlich auch noch vor. Gilmore Girls, but make it spicy. Als Jeannies Tante ihr das geliebte Pumpkin Spice Café in der Kleinstadt Dream Harbor schenkt, ergreift sie die Chance auf einen Neuanfang, abseits ihres langweiligen Schreibtischjobs. Dort angekommen trifft sie auf Farmer Logan, der nichts für den Klatsch und Tratsch der quirligen Kleinstadtbewohner übrig hat und lieber für sich bleibt.
Doch Jeannys Ankunft bringt Logans Routinen durcheinander und er will nichts mit der irritierend unbekümmerten Frau zu tun haben, auch wenn er sich auf unerklärliche Weise zu ihr hingezogen fühlt. Kann Jeannys fröhliche Einstellung den mürrischen, aber attraktiven Logan überzeugen oder hat das City Girl die einzige Person in der Stadt gefunden, die nicht ihrem Charme oder ihren Pumpkin Spice Lattes erliegt? Und dann kommen wir last but not least zum dritten und letzten Buch des Videos und zu einem meiner all-time favorite Büchern auf Lebzeit, glaube ich. Ich habe es so gerne gelesen, habe mir auch die Sonderedition von Buchmädchen geholt, weil ich den Farbschnitt so schön fand. Ich rede von Annie's You Color My Soul, Pumpkin Spice und Kastanientiere. Ist damals im Hardcraft Verlag erschienen und guckt euch mal diesen super schönen Buchschnitt an. Ich liebe es gar sehr. Es ist eine Crumpy meets Sunshine Romance Herbst, ja, Einzelband. Ein Einzelband, nicht eine. Und ich liebe wirklich alles daran. Ich kann euch nicht sagen, dass da irgendwas drin vorgekommen ist, was ich nicht gemocht habe. Ich habe hier noch die Lesezeichen drin. Solange das Herz den Weg bestimmt, kann das Ziel niemals falsch sein. Sehr, sehr schöne Worte und die liebe Annie hat es natürlich auch signiert. Wie soll es auch anders sein? Und jetzt verrate ich euch natürlich auch noch, um was es im Klappentext geht, bevor ich hier jetzt noch 2 Minuten schwärme, wie toll ich dieses Buch finde, möchte ich natürlich das mit euch teilen. Wir hätten eine weitere Regel gebraucht, kein Kuscheln, denn das war gefährlicher als Sex. Ellie muss dringend ihre Kinderpflegeeinrichtung vor der Schließung retten, aber so sehr sie sich um Spenden bemüht, es reicht einfach nicht. Und als sie sich dann auch noch beim Kastanienbasteln verletzt und direkt vor die Füße von Daniel alias Dr. Crumpy fällt, ist das Chaos perfekt. Denn der Arzt hat absolut nichts für ihre Tollpatschigkeit, ihre Strickpullis oder die alberne Kastanienkunst übrig und würde sie am liebsten sofort hochkant rauswerfen. Doch wie ein Wirbelsturm fegt Ellie immer und immer wieder durch das Leben des Perfektionisten und bringt es ordentlich durcheinander. Umso überraschter ist sie, als er ihr plötzlich eine großzügige Spende anbietet, die alles verändern könnte, bis sie erfährt, welche Gegenleistung er fordert. Sie soll seine Freundin spielen. Um die Einrichtung zu retten, muss sie es wagen und auf den Deal eingehen. Immerhin haben sie auch ein paar gute Regeln auf einer Serviette festgehalten. Was soll da noch schief gehen? Ja, ich liebe einfach Annie und ihre Bücher und dieses Buch wird euch, das verspreche ich euch, sowas von in Herbststimmung versetzen. Ja, wie kein anderes, das ihr vorher gelesen habt. Ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber ich glaube da ganz, ganz fest dran. Ihr Lieben, das waren alle 3 Bücher, die ich euch heute vorstellen wollte. Ich hoffe, ihr schaut mal in die Infobox und guckt euch die Bücher genauer an. Sie sind auf jeden Fall zumindest das letzte, von dem ich das sagen kann. Aber ich glaube, sie sind alle 3 einen zweiten Blick wert. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss.